Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unser München, Ihr Servicemagazin rund um die Landeshauptstadt. Bei schönem Wetter mal die Region genießen? Wie wäre es mit einem Ausflug zum Beispiel von München aus in Richtung Süden? Auf dem M-Wasserweg geht es entlang der Isar raus aus der Stadt und durch Wälder hinein ins malerische Mangfalltal zu den Quellen des Münchner Trinkwassers. Neben tollen Ein- und Ausblicken gibt es viel zu entdecken rund um unser gutes Trinkwasser. Vom Deutschen Museum aus geht's immer Richtung Süden. Egal ob auf dem Radl oder zu Fuß. Bis zu 82 Kilometer lang ist der M-Wasserweg bis zu den Quellen des Münchner Trinkwassers. Sein südlicher Endpunkt? Gmund am Tegernsee. Die Tour ist eine sportliche Herausforderung, purer Naturgenuss und auch noch informativ. Höhepunkte sind die Trinkwassergewinnungsanlagen im Mangfalltal. Allen voran das Wasserschloss Reisach, erbaut von 1902 bis 1913. Tief im Grundwasser liegende Sammelkanäle fassen das Wasser und führen es sternförmig auf die Fassung zu. Egal ob Wanderung oder Radeltour. Hier erlebt man, warum das Münchner Trinkwasser zu den besten in Europa zählt. Die Stadtwerke München gewinnen es in idyllischer, nahezu unberührter und streng geschützter Natur. Wem die 82 Kilometer zu lang sind, der kann die Route auch in kürzere Etappen aufteilen. Haltestellen der S-Bahn und der Bayerischen Regionalbahn sowie die Busse des RVO bieten gute Abkürzungsmöglichkeiten. Für E-Bike-Fahrer gibt es an 3 E-Ladestationen die Möglichkeit, den Akku wieder aufzufüllen. So wie hier am Spiralschacht bei Thalhamm. Hier steht auch das imposante Kunstwerk Tränen der Erde. Und am beliebten Picknickplatz kann man auch seine Wasserflaschen wieder auftanken. Genauso quellfrisch wie daheim, versteht sich. Ein Stück weiter beginnt der Naturerlebnispfad in der Trinkwassergewinnung der SWM. 18 teils interaktive Stationen lassen große und kleine Besucherinnen und Besucher ihre Umgebung erforschen und einen Blick hinter das Offensichtliche werfen. An diesem Erlebnispfad kann man mit vielen interaktiven Stationen letztendlich Natur erleben. Man kann die Artenvielfalt direkt vor Ort erleben. Man hat als Eltern auch die Möglichkeit, die Kinder an einem Erlebnisspielplatz abzuliefern. Da gibt es eine Taststation, die ganz, ganz spannend ist. Dann kann man unheimlich viel Wissen über den Wald mitnehmen und das dann auch ganz spielerisch und kann man viel mit heimnehmen. Und deshalb ist es auch in der freien Natur wunderbar zu genießen. Nach Gotzing und der Haaglandschaft erreicht man schließlich den südlichen Endpunkt des M-Wasserwegs, Gmund am Tegernsee. Vom Tegernsee aus fließt die Mangfall nach Rosenheim und mündet dort in den Inn. Und noch ein kleiner Tipp, wer will, der kann seine Tour natürlich auch in Gmund starten. Dann geht es Richtung München, in der Regel nur bergab. Der M-Wasserweg ist ein Naturerlebnis und das zu jeder Jahreszeit. In regelmäßigen Abständen stellen wir Ihnen hier Partner von München Vorteil, dem Bonusprogramm der Stadtsparkasse München, vor. Mit dem München Vorteil können Privatkunden treue Boni beim Einkaufen erhalten. Zum einen regional vor Ort, wenn die Kunden bei teilnehmenden Partnern einkaufen und mit der Sparkassenkarte bezahlen, oder zum anderen beim Online-Shoppen im Internetportal. Die Treueboni werden dann bequem monatlich ab 1 Euro auf das Girokonto gutgeschrieben. Bereits seit über 5 Jahren bietet die Stadtsparkasse München ihren Kundinnen und Kunden mit dem München-Vorteil ein kostenloses Bonusprogramm an. Seitdem machen rund 500 Händler in und um München bei dem Cashback-Programm mit. So auch der Sneakerladen No Bricks in den Stachuspassagen. Wir verkaufen limitierte Sneaker, die es so bei anderen Läden nicht mehr zu kaufen gibt. Und darauf haben wir uns eben spezialisiert. In gewisser Weise sind Sneaker Sammlerstücke geworden. Und wir haben uns darauf spezialisiert, diese Sammlerstücke bei uns im Laden wieder zur Verfügung zu stellen. Und oftmals in der heutigen Zeit, weil wir uns eben im Zweitmarkt befinden, kann man nicht immer garantieren, dass die Schuhe original sind. Weil natürlich im Internet viele Angebote sind. Und wir haben uns eben dann damit auseinandergesetzt und eine Echtheitszertifizierung erstellt. Und mit denen können wir garantieren, dass jeder Schuh original ist. Und so funktioniert der München-Vorteil. Ganz einfach für den München-Vorteil registrieren und mit Ihrer Sparkassen-EC-Karte bei den teilnehmenden Partnern bezahlen.
Am Ende des Monats bekommen Sie dann eine Kaufpreiserstattung zwischen 1% und 10% auf Ihr Konto zurück. Der München-Vorteil, der funktioniert sowohl, wenn ich in ein Geschäft gehe und dort mit der EC-Karte zahle, allerdings auch in den Online-Shops dieser Geschäfte. Das heißt, auch wenn Sie dort bezahlen, dann bekommen Sie am Ende vom Monat eben wieder einen kleinen Betrag zurück. Bei No Bricks gibt es mit dem München-Vorteil 1% Cashback. Generell arbeiten wir sehr eng mit der Stadtsparkasse zusammen, weil die einfach sehr gründeraffin sind und das gesamte Start-up-Center sich sehr mit unserer Thematik auseinandersetzt. Und für uns war das eine einfache Möglichkeit, den Kunden auch etwas zurückzugeben und so ein bisschen Kundenbindung zu machen mit diesem Cashback. Wir wollen natürlich, dass die Leute mit der EC-Karte bezahlen. Gerade in der heutigen Zeit ist es natürlich hygienisch und besonders praktisch. Und die Händler freuen sich natürlich, weil sie natürlich dadurch dann eine bessere Kundenbindung haben und die Leute vielleicht eher zu ihnen gehen. Bei dem Bonusprogramm der Stadtsparkasse München ist auch der Modeladen Schick und Schwanger am Isartor mit dabei. Weil wir es eigentlich ganz sinnvoll finden, wenn man eine kleine Rückvergütung bekommt und nicht jetzt irgendwie nur Punkte ewig sammelt, wo nie irgendwas rauskommt, sondern wirklich direkt gleich die Rückvergütung bekommt. Seit 20 Jahren verkauft Michaela Sodau Umstandsmode am Isartor. Von Casual bis festlich hat sie alles im Sortiment. Eine Seltenheit, hier gibt es sogar Brautumstandsmode, und zwar die größte Auswahl in Bayern. Von den Hosen, die es mit verstellbaren Möglichkeiten gibt, also alles speziell für die Schwangerschaft, kurze Hosen, T-Shirts, Pullover, Unterwäsche, Bademoden und eben ganz besonders speziell Umstandsbrautmode, gerade für Standesamt, für die Schwangerschaft. Von Supermärkten und Einzelhändlern bis hin zur Gastronomie. Die Liste der München-Vorteilpartner ist vielfältig und lang. Einen Überblick aller Händler finden Sie auf der Homepage der Stadtsparkasse München und unter www.münchen-vorteil.de. Visionen und Wirklichkeit, so heißt die neue Ausstellung in der Rathausgalerie Kunsthalle. Die Ausstellung gibt erstmals einen umfassenden Einblick in Kunst für die Olympischen Spiele in München. Und da gibt es einiges zu entdecken. Sport und Kunst miteinander verbinden. Das war Münchens großer Anspruch bei den Olympischen Spielen 1972. Die verschiedenen Pläne und Maßnahmen zum 50-jährigen Jubiläum der Spiele werden jetzt in der Rathausgalerie Kunsthalle gezeigt. Einmal zeigen wir die Kunst, die für den Olympiapark geplant werden sollte. Der Olympiapark sollte ja ein Gesamtkunstwerk sein, in dem Architektur, Design und auch bildende Kunst sozusagen miteinander eine Einheit bilden. Davon ist relativ wenig eigentlich realisiert worden, obwohl der Anspruch groß war. Und darauf bezieht sich unser Titel Visionen. Und die Wirklichkeit gab es natürlich auch. Es gab ein immens komplexes Programm, 1972, der Olympische Sommer. Und dazu gehört die Spielstraße. Wir stehen jetzt auch gerade in der Abteilung der Spielstraße. Ein freies Angebot für alle im Olympiapark mit Projekten von internationalen Künstlern aus Musik, bildender Kunst, Performance und Theater. Das war die Spielstraße. Die Kunst sollte erlebbar für alle sein und mehr als ein Randereignis neben dem Sport. Wir erinnern jetzt an die Kunst von 1972 und wir versuchen aber auch diese Aufbruchstimmung, auch dieses Kritikverhalten in die heutige Zeit zu übertragen und einfach zu zeigen, was man aus Kunst und Kultur in der Beschäftigung damit auch für die Gesellschaft ableiten kann. Wir haben hier auch einen Raum, wo man richtig durch Filme gehen kann und man kriegt einen Eindruck davon, was war da für eine Stimmung. Die Ausstellung zeigt aber nicht nur die heiteren Spiele, sondern erinnert auch an das Attentat auf die israelischen Athleten. Tragisch für die Kunst und die Kultur war dann auch im Anschluss, dass dieses Kunstprogramm und Kulturprogramm der Spielstraße danach auch abgesagt wurde. The Games Must Go On galt nur für die olympischen Wettkämpfe. Für das Kulturreferat ganz wichtig, die Kunst für die Olympischen Spiele soll vor dem Vergessen bewahrt werden, auch im Hinblick auf ein mögliches Weltkulturerbe Olympia. Die Botschaft ist natürlich abgeleitet von 1972, welcher Mut und welche Entwicklungen möglich waren.
Und diese Philosophie würde ich gern weiter vortragen, was das Thema Planung betrifft, was das Thema Bauen betrifft, aber was auch das Thema Umgang mit Kunst und Kultur und Umgang mit uns in der Gesellschaft betrifft. Eine wichtige Intention ist uns auch mit dieser Ausstellung erstmals zu zeigen, dass zu diesem Gesamtkunstwerk Olympische Spiele 1972 in München und dem Gesamtkunstwerk Olympiapark auch untrennbar die Kunst und die Kultur gehörte. Die Ausstellung Visionen und Wirklichkeit ist noch bis zum 11. September in der Rathausgalerie Kunsthalle zu sehen. Und bei uns geht es jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Ale jeśli teraz ktoś chciałby właśnie to przeczytać, albo właśnie teraz to czyta. An Imperfect Utopia. Das neue Stück an den Münchner Kammerspielen lädt ein zur Erforschung einer queeren Utopie jenseits des Hier und Jetzt. So eine internationale queere Utopie mit SpielerInnen aus Polen, aus Deutschland, mit Live-Musik, mit Quallen, mit der Unterwasserwelt. Und wir versuchen irgendwie das zu berühren kurz in diesem Stück und verschiedene Ansätze an das Queer-Sein und queere Theorie zu finden, was nicht einfach mit Leiden immer verbunden sein müssen, sondern das ist wirklich so ein Leben dazwischen, so etwas gibt, von dem alle lernen könnten, dass so eine queere Perspektive eigentlich eine ganz neue Welt für uns eröffnen könnte. Dabei steht das Publikum sogar mit den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne und ein DJ legt live Musik auf. Es ist schon so in dem Stück, dass die ZuschauerInnen nicht hier hinter uns in dem Saal sitzen und dass wir wirklich die SpielerInnen und die ZuschauerInnen zusammenbringen. Und ich frage mich damit ein bisschen, was passiert auf der Bühne, wenn es nicht so zur Bühne wird, wenn es eher so ein Bargefühl oder ein Gefühl von, man kann den Platz ändern, man kann vielleicht auch eine Gymnastikball Platz nehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn eine Zuschauerin, ein Zuschauer mir sagen würde, dass sie sich frei und wohl gefühlt haben in diesem Raum. Eine Besonderheit von An Imperfect Utopia? Es ist die erste Eigenproduktion der künstlerischen Partnerschaft zwischen dem TR Warschau und den Münchner Kammerspielen. Es gibt so ein Sisterhood zwischen dieses Theater TR Warschawa und zwischen den Kammerspielen. Und weil ich ja auch polnisch bin, dann hat es sich so, ist so entstanden, dass ich zuerst vor einem Jahr in Residency mit Tomek Tindyk und Justyna Wasilewska, diese zwei SchauspielerInnen, aus dem Ensemble von TR Warszawa bei Sopot Nonfiction Festival gemacht habe. Und wir haben begonnen, da einfach zu forschen und zu spielen. Und dann war ich total glücklich, dass wir noch zwei wunderbare SchauspielerInnen aus den Kammerspielen, Edith Saldania und Stefan Merki, dazu bringen konnten und unsere tolle Musikerin Trace Polly Müller. An Imperfect Utopia. Ab der nächsten Spielzeit auf dem Spielplan der Münchner Kammerspiele. Soweit unser München für den Moment. Nächste Woche am Mittwoch kommen wir wieder mit den neuen Themen. Für heute bedanke ich mich fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Machen Sie es gut, auf Wiederschauen.